Bereits am vergangenen Sonnabend hatten sich die Narren der Karnevalsgemeinschaft Waterkant den Rathausschlüssel angeeignet und den Bürgermeister entmachtet. Das neue Herrscherpaar Prinz Steffen I. und seine Lieblichkeit Lena I. verkündete sogleich die neue. Doch am Aschermittwoch ist alles vorbei, heißt es in einem bekannten Lied. Und so ist es auch beim norddeutschen Karneval. Deshalb kamen das Prinzenpaar, die Präsidentin der Karnevalsgemeinschaft Gudrun Uhr, der Elferrat und die Mitglieder der Garden am Mittwoch zu einer gemeinsamen Fischmahlzeit zusammen, um Abschied vom Karneval zu feiern. Als letzter hatte sich der Bürgermeister Gerd Christian Wagner in die Reihe geschmuggelt, um an der Feier teilzunehmen und sich den Rathausschlüssel wiederzuholen.